Viren, Kalorien, Promillewerte. Die Wiesn ist nicht gerade eine Wellnessoase. Ab dem Wochenende strömen wieder Millionen Besucher von überall her zum größten Volksfest der Welt, um 16 Tage lang zu feiern. Doch was sollte man alles vor dem Wiesnbesuch wissen? Und gibt es die berüchtigte Wiesngrippe wirklich? Die Wiesn ist nicht nur eine Flirt, sondern auch eine Virenbörse. In den engen Zelten werden die Erreger leicht ausgetauscht. Zudem schwächt Alkohol Virologen zufolge die Abwehr. Die gute Nachricht, meist ist es nicht die echte Grippe und Magen- und Darminfekte sind selten. Zur Wiesn kommen an die 6 Millionen Besucher und sie trinken etwa 7 Millionen Maß Bier. Die Folge des Konsums beschäftigt die 600 Helfer und 50 Ärzte der Wiesn-Sanitätsstation dann auch am häufigsten. Im vergangenen Jahr versorgten sie ca. 3.500 Patienten ärztlich. Der häufigste Grund: zu viel Alkohol. Dazu kommen häufig Verletzungen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Der Blick in die Kalorientabelle offenbart Unschönes. Eine Maß Bier hat allein schon an die 500 Kilokalorien. Wer zu zwei Maß Bier noch einen Schweinsbraten oder einen Hendl verspeist, darf sich nach einer Wiesnwoche nicht über das ein oder andere Kilo mehr wundern. Zum 10. Mal ist das Oktoberfest nun rauchfrei. Rauchten Bierzeltbesucher im ersten Jahr des Rauchverbots 2010 noch manchmal heimlich unter dem Tisch, so funktioniert das Rauchverbot inzwischen problemlos. Na dann, Prosit!